Glück auf, mein Name ist Johanna Irge und ich bin seit 2019 am Lehrstuhl für Allgemeine und Analytische Chemie hier an der Montanuniversität in Leoben Lektorin und Wissenschaftlerin. Heute stehe ich hier als Preisträgerin für den Wissenschaftspreis für Montanistinnen in der Kategorie Postdoc und diesen Preis habe ich bekommen für meine Habilitationsschrift. Als uns im Frühjahr 2020 die Pandemie überrollt hat und wir alle nach Hause geschickt worden sind, habe ich das zum Anlass genommen, meine Habilitation fertigzustellen, einzureichen und konnte dann Ende des Jahres 2020 das Habilitationsverfahren erfolgreich abschließen. Der Weg bis zur Habilitation bzw. in die Wissenschaft ist naturgemäß ein langjähriger und dieser bedarf auch viel Energie, viel Enthusiasmus, viel Idealismus. Mein ganz persönlicher Weg hat in Oberösterreich begonnen. Ich bin dort aufgewachsen und bin dann zum Studium nach der Matura nach Wien gezogen, um an der Universität für Bodenkultur, Lebensmittel und Biotechnologie zu studieren. Schon während des Studiums hatte ich eine besondere Affinität zur Chemie, vielleicht mehr als manche meiner Kommilitoninnen. Und schlussendlich hat mich dann die Masterarbeit ans Institut für analytische Chemie dort gebracht und ich bin in mein heutiges Forschungsgebiet hineingekommen. Die Element- und Isotopenanalytik hat mich von da an fasziniert und ich bin bis heute dem Thema treu geblieben. Ich selbst hatte nie vor, in die Wissenschaft zu gehen oder zu promovieren. Das war nicht geplant, beziehungsweise hatte ich nie so weit gedacht. Aber immer wenn es dann daran ging, Entscheidungen zu treffen, wie es weitergehen könnte, habe ich mich für die Wissenschaft entschieden. Und mir hat die Arbeit im wissenschaftlichen Bereich, im internationalen Kontext immer sehr viel Spaß gemacht. Ich war viel unterwegs, auch schon während der Dissertation. Und gerade dieser Input, weltweit mit Menschen zusammenzuarbeiten, bereichert mich bis heute. Mit der Lehrbefugnis ist natürlich auch viel Interaktion mit Studierenden, mit jungen Menschen ein integraler Bestandteil meiner Arbeit. Das bereitet mir sehr viel Freude. Und mittlerweile geht ja auch die Aktivität in die Schulen, also auch die Zusammenarbeit mit Schülerinnen und Schülern, um die MINT-Fächer, also die technischen Fächer, zu fördern, ist etwas, was mir viel Freude bereitet. Als ich selbst vor 20 Jahren zu studieren begonnen habe, waren diese Aktivitäten wenig bis gar nicht existent. Ich selbst hatte aber das Glück, in einer Familie groß zu werden, wo es keine Grenzen gab in Bezug auf Ausbildungswahl, Studienwahl, basierend auf Geschlecht. Und was uns mitgegeben wurde, war selbstständig zu werden, eigenständig und selbstbestimmt. Und dafür bin ich heute sehr, sehr dankbar. Auch wenn man betrachtet, was gerade weltweit passiert, ist es ein großes Privileg, die Freiheit zu haben, zu entscheiden, was man wirklich machen möchte, beruflich wie privat. Ich bedanke mich herzlich für diesen Preis, den ich heute verliehen bekomme und verbleibe mit einem herzlichen Glück auf.